Ja, ich freue mich riesig, heute bei Deva Premal zu sein in Offenbach. Deva ist auf Europatournee. Sie ist am 10. Oktober nochmal in München, heute Abend hier in Offenbach. Und ich freue mich riesig, dass du da bist. Und du warst jetzt lange nicht mehr in Deutschland. Wie fühlt sich das so an, wieder hier zu sein, durch Europa zu reisen, die Menschen zu begeistern mit deiner Stimme? Also erstmal muss ich sagen, es ist Mitten und ich. Und wir machen alles zusammen, wir sind seit 30 Jahren on the road together, singen zusammen, chanten zusammen und deswegen ist es ganz wichtig, dass es wir sind. Und ja, wir waren jetzt 2,5 Jahre in Costa Rica und das ist die erste Tour und es ist so schön, wieder so viele Menschen zusammen singen zu hören und auch zusammen zu feiern, fröhlich zu sein in dem Moment, ohne an die Zukunft zu denken, also wirklich wieder einfach in den Moment zu kommen und trotz allem zu lächeln und Danke zu sagen. Weil wenn ich die Mantras singe, habe ich immer das Gefühl, man könnte sie mit entweder wow übersetzen, like wow, I couldn't believe, I can't believe, this is life, this is happening. Oder mit Danke. You know? Es gibt eigentlich kein richtiges Mantra, was wirklich einfach nur Danke sagt. Und das in so großer Gemeinschaft zu machen, ist einfach nochmal anders. Ich meine, wir waren jetzt 2,5 Jahre online und die Gemeinschaft war auch fühlbar, viel mehr als ich das gedacht hätte. Aber wenn du dir natürlich dann noch alle singen hörst, 1000, 2000 Leute, dann ist das wirklich einfach das Ganze, du badest ja so richtig in dem Klang, weißt du, und fügst deine eigene Stimme hinzu und es ist unersetzlich. Ja. Ja, ich finde Tanzen, Klang, die Mantren so unglaublich wichtig, um wieder in die Mitte zu kommen, um die Körperrhythmen wieder ins Gleichgewicht zu bringen, gerade in einer Zeit, wo so viele Stürme durch die Köpfe der Menschen gehen, viele Ängste da sind vor der Zukunft, die Welt so ein bisschen aus den Fugen gerät. Und ich finde es schön, wenn dann jemand wie du Ankerpunkte setzt, wo Menschen zusammenkommen, zusammen feiern, singen, tanzen. Und ich schreibe in meiner Praxis ja schon seit 20 Jahren Mantren von dir auf mein Rezept drauf, auf das Privatrezept, damit Menschen auch Heilung wirklich an der Stelle beginnen, wo sie beginnen sollte, nämlich im Rückzug, im sich besinnen. Sich besingen? Besingen und besinnen. Ja. Und sich wieder zu reflektieren und in der Stille wieder Kraft zu sammeln und zu erkennen, Mensch, was tut mir eigentlich gut, was tut dir nicht gut. Und wir haben ja damals vor jetzt 4 oder 5 Jahren die Idee der Mantra-Medizin-Challenge ins Leben gerufen zusammen. Über 12.000 Leute haben teilgenommen. Da ist dann ein Buch draus entstanden. Du hast das Vorwort geschrieben. Und Mantra-Medizin, nicht, die heilsame Kraft der inneren Ausrichtung, der inneren Intention. Und das bringst du ja so wunderbar zu den Menschen. Was hat dich eigentlich bewogen, das Vorwort für dieses Buch zu schreiben? Du natürlich. Aber einfach, ich finde es so wahnsinnig wertvoll und toll, dass du das zusammengestellt hast, dass du den Hintergrund, den wissenschaftlichen und den philosophischen Hintergrund, dass das alles so in einem Buch ist, auch auf Deutsch, weil es gibt ja eigentlich viel, wahrscheinlich mehr auf Englisch. Und dass du das einfach untermauerst, was wir als Erfahrung hauptsächlich teilen. Weil mein Weg ist wirklich einfach, den Raum zu schaffen, wo wir die Mantras erfahren können. Und ja, es ist gut, in dem Moment dann auch zu wissen, was sie bedeuten und sich der Bedeutung auch durch den Kopf bewusst zu sein. Aber eigentlich bei uns geht es einfach darum, sich voll in dem Moment mit den Klängen zu ernähren. Aber es ist so gut, wenn das dann zusammenkommt in dem Buch, die Mantras und die Wissenschaft und die Medizin. Und deswegen habe ich natürlich das Vorwort geschrieben, um das zu ehren, was du da, auch die Arbeit und die Liebe, die du da reingesteckt hast. Wahnsinnig. Ja, und ich muss sagen, die Ergebnisse, die da rausgekommen sind, die Erfahrungsberichte, die eingegangen sind, ich muss sagen, selbst in der Schulmedizin habe ich
eigentlich gar kein Medikament jemals kennengelernt, das so gute Forschungsergebnisse liefert, wo Menschen hinterher so dankbar berichten von dem, was sie mit diesen Tools, die du da so mit deiner Stimme auch in die Welt trägst, mit dem, was sie da erfahren haben, wie weit es ihr Leben erleichtert hat, bereichert hat, ihnen auch in der Gesundheit weitergeholfen hat. Das ist ein richtiges Fund, was du da in die Welt trägst. Und kannst du noch mal sagen, was dich so inspiriert hat, oder was deine Botschaft ist für die Menschen? Was möchtest du erreichen mit all diesen Mantren, mit diesen Gesängen, mit dem Zusammenkommen? Also für mich ist es einfach, geht es darum, Gemeinschaft zu erfahren und Liebe zu erfahren und auch dieses Gefühl eben, dass wir alle eins sind. Es ist nicht jemand da, der was weiß und alle schauen auf die Person und hoffen, von dieser Person Weisheit zu bekommen, sondern wir kreieren alle zusammen den Raum. Und da das Singen ist die einzige Situation im Leben, wo alle zusammen die Wahrheit äußern. Wir alle sagen oder sprechen die Wahrheit zur selben Zeit. Wir hören uns, wir sprechen, weil die Mantras sind Wahrheit, sind Frequenzen oder Klangsilben, die Medizin sind, Klangmedizin. Und wir haben alle die Möglichkeit, die zur selben Zeit zu teilen und auch zu empfangen. Und das ist so toll, dass auch die westliche Welt das jetzt so empfangen hat oder sich da so offen gegenüber zeigt, dass es so möglich ist und dass wir nicht eben Hindus sein müssen oder tibetische Buddhisten oder das, sondern dass wir wissen und es am eigenen Leibe erfahren, dass die Klangmedizin eben jenseits von Glaube Glaube ist, you know, Religion ist. Und ich bin damit aufgewachsen und hat selber auch, ich habe es erst nicht gemerkt, was für ein Schatz mir da gegeben wurde als Kind. Ich musste da erst bewusster zukommen, erst wieder in meinen späteren Jahren. Und für mich ist es einfach tatsächlich der schnellste, freudigste und genießbarste Weg zur Meditation und zur Stille. Und Entschuldigung, dass mein Deutsch so schlecht ist. Ich spreche so wenig Deutsch irgendwie im Moment, dass es oft so holprig ist. Ich kann es kaum glauben, dass ich nach einem oder zwei oder drei Ohm mich so schon so anders fühle, dass es schon so viel macht in diesen zwei, drei Minuten, wo ich drei Ohms singe. Also das ist auch etwas, was ich bei mir in der Praxis immer beobachte. Die Menschen sind durch den Wind, sie sind gefangen in Ängsten, in Programmen, in Glaubenssätzen und ein paar mal tiefes Atmen, ein paar Mantren, auch nur als Ohrwurm vielleicht gehört, macht schon unglaublich viel. Und es dann nochmal selbst zu rezitieren oder für sich selbst nur in Gedanken aufzusprechen, das bringt den Vagusnerv hoch, das erdet, das verwurzelt. Und das ist so eine wichtige Grundlage für jede Form der Heilung. Und für mich ist ja der Vagusnerv so ein Dirigent der Selbstheilung. Und ich glaube, es gibt kaum etwas, womit wir den Vagusnerv mehr stärken können als singen, atmen. Und wenn es dann noch Mantren sind aus alten Kulturen, aus alten Zeiten, wo auch die Erfinder sozusagen dieser Mantren noch eine besondere Essenz in die Welt getragen haben, die Menschen über die Jahrtausende miteinander verbunden hat. Ja, wie wunderbar ist das denn, sowas jetzt in Heilung mit integrieren zu können? Und dann so jemanden wie dich zu haben, der das in besondere, wohltuende Klänge nochmal verwandelt. Das finde ich ist ein ganz großes Geschenk, diese Tools, die du damit den Menschen gibst, auf ihrem Weg zu ihrer Gesundheit, zu ihrer Mitte, zu ihrer Kraft. Ja, und auch, dass es wirklich was ist, was du für dich alleine, was jeder für sich alleine immer benutzen kann. Und das haben wir jetzt eben auch in den letzten 2,5 Jahren gesehen, dass obwohl wir eben nur die Mantras online teilen konnten und wir saßen in Costa Rica vor dem kleinen Telefon und jeder saß in seinem Zimmer vor seinem kleinen Telefon oder Bildschirm
Und es ist trotzdem, es ist auch wirklich, das ist, ich meine, es ist natürlich toll, wenn wir uns hören in der Gemeinschaft und alle zusammen. Und, aber es ist wirklich eine Selbstheilungstechnik, die wir alle haben. Und es hat wirklich nichts damit zu tun, wie gut man singen kann. Mhm. Diese Schwingung, die schwingt uns. Und je mehr man singt, wird es ja auch schöner, wird es mehr reiner, wird es mehr stimmig. Mhm. Und dieses Feedback, wir hören uns selbst. Und da den sozusagen einen Weg zu schaffen, an dem man, den man gehen kann, eben durch die Aufnahmen, dass man mit den Aufnahmen singen kann oder mit uns singen online, damit man eben, wenn man nicht jetzt so ein Sänger ist, der sich so sicher fühlt alleine, dann ist es eben da als Hilfe und als Unterstützung. Und so viele haben uns gesagt, dass es wirklich ihnen auch die letzten 2 Jahre irgendwie wirklich, also manche gehen so weit zu sagen, das Leben gerettet hat. Also wirklich die Seele genährt und gestärkt hat, damit umzugehen, mit dem, was jetzt im Moment auf der Welt passiert. Naja, und um einfach auch für sich reflektiert zu sein und vor allem wacher und klarer erkennen zu können, was ist ja nicht Wahrheit, was ist Täuschung. Ne? Mm. Und für oder sich die Dinge ist, so, was ist das wirklich Wesentliche hinter dem scheinbar so Wichtigen? Ja, und was nährt mich mehr, ob ich eine Stunde lang die Nachrichten anschaue oder ob ich eine Stunde lang singe? Exakt. Und vielleicht schaue ich mir 5 Minuten die Nachrichten an, die, wenn ich wirklich denke, dass da was ist, was mich betrifft oder was ich wissen muss. Und dann die restliche Zeit singe ich und dann schaue ich. Ja. 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 Ja, also allein, es muss ja, wie du sagst, es ist keine Religion zugeordnet, es ist ein Inhalten im Hier und Jetzt, ein Fühlen von Gemeinschaft, eine Rückbesinnung an die innere Intention, die Ausrichtung, wo will ich eigentlich hin? Und hilft mir natürlich auch klarer zu sehen, wo der Weg dann hingeht bei mir. Wo soll denn dein Weg hingehen, wenn du mal aufhörst, Mantren zu singen? Hast du eine Vision von der fernen Zukunft? Ich habe keine Visionen. Ich sage immer, mein Leben, wie es jetzt sich entfaltet hat, die letzten eben 30 Jahre, seit wir zusammen sind, ist so jenseits meiner wildesten Träume und Vorstellungen, die ich hätte haben können vor 30 Jahren, dass ich meine Zukunft auch nicht dadurch begrenzen will, indem ich jetzt eine Vision bilde, weil ich habe keine Ahnung und es ist alles gut und der Tod ist auch gut. Mhm. Ich habe wirklich das Gefühl, getragen geworden zu sein für die letzten Jahre und das ist, wird immer wieder bestätigt. Mach dir keine Sorgen, das Leben, der Fluss trägt dich an den richtigen Platz zur richtigen Zeit, sogar wenn es sich in dem Moment nicht so, vielleicht nicht sofort so aussieht. Das Leben kümmert sich um dich. Ja, so let's see where it takes us. Mhm. Was ist so die finale Botschaft, die du zu den Menschen nochmal tragen möchtest? Jetzt vielleicht ganz direkt, was empfiehlst du den Menschen, um jetzt durch diese anstrengende Zeit zu kommen? Also ich meine, wenn du jetzt schon hier dieses Video und Interview anschaust, dann hast du wahrscheinlich schon mal einen Geschmack davon gehabt vom Singen oder du machst es schon, aber wenn wirklich nicht, wenn es wirklich deine erste Berührung damit ist und mit Mantras und mit der Idee, dass man singen könnte oder chanten könnte, dann fang einfach mit 3 Om, 3-mal Om mit einem tiefen Atemzug und den Klang bis zum Ende des Atems gehen lassen. Ganz lange ausatmen mit dem Sound Om. Versuch's und schau, was passiert. Und wenn du schon mehr auf dem Weg bist, dann brauche ich eigentlich, glaube ich, nicht weiter was sagen, weil du es erfahren hast. Weil es geht wirklich darum, Tätigkeiten, Aktivitäten zu finden, die uns in den Moment bringen und die uns gestärkt hervorkommen lassen. Und da geht es darum, die Sensitivität mehr und mehr zu entwickeln, welche das sind. Wann fühlen wir uns besser? Wann fühlen wir uns schlechter, wenn wir was Bestimmtes gemacht haben? Und es ist ganz eindeutig, Singen und Chanting wird dich wahrscheinlich besser fühlen lassen.
Und es ist wie mit allem, man muss es halt tun. Man muss halt dran denken. Und man kann es aber tun, während man was anderes macht. Du kannst singen, während du putzt oder abspülst oder, you know, duscht oder keine Ahnung. Es kann wirklich den ganzen Tag durchdrängen. Durchdrängen? Durchdringen, ja. Dringen, genau. Und ja, so, just sing. Sing and chant. Yes. Yeah. Sing and chant and be happy. Das hat irgendwie... Sing and chant and be happy. Happy. Yes. Ja, unsere Mantra-Medizin-Studie läuft ja noch weiter. Da stellt Deva drei Mantren vor, die du mitsingen kannst und wo du dich so ein bisschen reinfühlen kannst. Aber dann kannst du natürlich auch die vielen anderen Mantren ausprobieren, die du bei YouTube finden kannst oder die hier im Buch erwähnt sind. Oder Deva vielleicht auch live erleben, noch am 10. Oktober in München. Also viele Möglichkeiten, sich inspirieren zu lassen, um dem Leben vielleicht eine ganz neue Richtung zu geben, dadurch, dass du ja, dich auf etwas Neues einlässt und dich mal mit Mantra-Medizin beschäftigst. Danke, Ingo. Ja, ich danke dir. Danke, Namaste. Schön, dass du die Zeit genommen hast. Alles Liebe, danke euch.